Okay, noch ein Nachtrag zu diesem Arranger-Track-Dingensen hier. Und zwar habe ich da von einem YouTube-User einen recht hilfreichen Einwand bekommen. Und zwar hat er gefragt, warum ich das nicht direkt mit dem Cubase-eigenen Arranger-Track, der hier unter Rechtsklick Add Arranger-Track zu finden ist, warum ich das nicht damit gemacht habe. Und dazu kann ich nur sagen, ich wusste nicht, dass man diesen Track oder den Inhalt dieses Tracks über verschiedene Projekte hinweg einfach rüber kopieren konnte und oder kann. Und das kann man wohl. Und deswegen zeige ich den hier gerade mal vielleicht. So sieht der aus. Und hier kann man auch einfach mit gehaltener Alt-Taste verschiedene Parts eben eintragen und die dann auch verschieben und editieren und hier oben natürlich dann auch benennen. Und die werden schon sogar farblich markiert alle. Und man kann dann auch, wenn man hier diese Arranger-Chain anmacht, dann kann man auch editieren, in welcher Reihenfolge das hier alles kommen soll. Das heißt, man kann seine Blocks, die man da eventuell gemacht hat, dann einfach relativ easy hier mal probehalber so ein bisschen in Reihenfolge bringen oder eben halt die Reihenfolge ändern und das dann halt auch zum Beispiel wieder ins Arrangement rendern sozusagen, wenn man hier auf diesen Knopf hier drückt, flatten. Aber das ist vielleicht mal was für ein anderes Tutorial. Aber wie gesagt, auf jeden Fall mit diesem Track hätte man das auch machen können. Jetzt probiere ich nur gerade, ob man zwei Arranger-Tracks... Nein, das kann man nicht. Okay, dann haben wir schon einen Nachteil. Wenn man sich jetzt zum Beispiel ein Projekt anlegen möchte mit verschiedensten Arranger-Presets von verschiedenen Songs, dann geht das mit dem Arranger-Track schon mal nicht, weil man kann nur einen pro Projekt eben erstellen. Okay, aber sonst ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit und vielen Dank für diesen Einwand. Da ich hier mit dem Intro so ein bisschen meine kreativen Probleme momentan habe, habe ich mir was anderes überlegt. Und zwar hört man ja immer öfter jetzt in so Elektro-Songs auch so Tempowechsel. Und das, denke ich, ist vielleicht eine ganz geile Sache, die man mal ausprobieren könnte. Dafür überspringe ich hier den Main-B-Part und gehe direkt zum Break. Und das Coole an der Sache ist, dann kann ich direkt auch mal den Tempo-Track hier in Cubase zeigen und schon hat das Video wieder irgendwie inhaltlich an Wert gewonnen. So, für die Nummer kopiere ich mir jetzt erstmal eine Stange Bassdrums hier in den Break mal rein. Das ist einfach jetzt nur mein Anfangspunkt, keine Ahnung, ob das dann da auch sein wird, aber hier fangen wir einfach an. Hier sind jetzt vier Beats in einem Eintakt-Event, den dupliziere ich mir, Steuerung D, dann zweimal die 1. Halbier die Länge, Alt gedrückt halten, kopieren, schon haben wir quasi doppelt so viele Schläge. Dieselbe Nummer machen wir nochmal. Dann machen wir es nochmal doppelt so schnell. So, und das Prinzip hinter diesen Tempowechseln oder Genrewechseln auch, das liegt darin, dass zum Beispiel ein House-Song, wenn man davon die Hälfte des Beats nochmal nimmt, also die Hälfte der BPM-Zahl, das ist in unserem Fall 128 durch 2 sind 64, wenn mich nicht alles täuscht, und wenn man das nochmal draufrechnet auf die 124, dann kommt man auf eine BPM-Zahl, die man erreichen kann, indem man einfach nicht mehr eine gerade Taktform wie ein 16. oder ein 8. oder ein Viertel nimmt, sondern Triplet-Taktformen, wie zum Beispiel hier ein Achtel-Triplet. Wenn man jetzt hier mal in das Event reinguckt und das mal ein bisschen größer zoomt, dann sehen wir hier, dass die Rasterung jetzt so aussieht. Das bedeutet, drei Noten passen innerhalb von einem Takt rein oder in einem Vierteltakt, und insofern hat man plötzlich einen ganz anderen Groove und dieser Takt hier, diese Geschwindigkeit ist, warte mal, 128 plus 64 sind 180, irgendwas mit 180. Und das ist in der Nähe von Drum Bass. Und Drum Bass hat 174. Okay, wie kommen wir jetzt vernünftig von den 128 über diese triolische Nummer auf die 174, wenn wir ein Drum Bass Interlude zum Beispiel machen wollen? Und damit habe ich schon direkt noch eine Fliege mit
einer Klappe dazu geschlagen, weil ich aufgefordert worden bin, ich soll auch mal Drum Bass irgendwie zeigen. Gut, ich bin kein Drum Bass Producer, ich habe davon keine Ahnung, aber für ein Interlude, denke ich, wird es irgendwie reichen. So, wo war ich stehen geblieben? Richtig, hier Add Track, Tempo Track. Jetzt geht hier ein neuer Track auf, sieht so aus. Den kann man anschalten, dann wird man hier auch in diesem F2 Transportfenster hier sehen, dass momentan Tempo fix ist auf 128. Wenn ich den hier anschalte, dann ist Tempo Track plötzlich erleuchtet und hier steht Track. Und unsere BPM-Zahl hat sich verändert auf 128, was nicht ganz so geil ist in diesem Fall. Aber man kann ja einfach an den Anfang des Projekts gehen und sich hier diesen Punkt nehmen und den dann mal hochziehen auf 128, wenn ich sie denn treffen würde. 130, okay. 128, so. Jetzt ist unser gesamter Song auf 128. So, und hier ist jetzt unsere interessante Stelle. Hier sagen wir einfach mal, Moment, das muss ich mir gerade mal anhören. Sagen wir einfach vielleicht hier schon. So, und dann sagen wir einfach ab hier, ich setze hier mal einen Punkt, auf 128 BPM, ab hier möchte ich auf 174 landen. Okay, ziehe ich hoch auf 174, was so eine Standard-Drum-Bass-Geschwindigkeit ist. Und jetzt könnte ich einfach mal hier diese Bass-Drums hier rüber kopieren, die sind halt jetzt noch zu schnell, die muss ich jetzt wieder erst strecken. Und dann habe ich wieder Vierteltakt-Bass-Drums und die hören sich dann in diesem Fall so an. Weil wir jetzt hier im Drum-Bass-Geschwindigkeit drin sind. So, und jetzt wenn wir uns das mal so anhören. Noch ein bisschen langsamer. Das bedeutet, wir können hier einfach noch einen Punkt setzen und hier runterpitchen. Was weiß ich, auf 106. Dann nehmen wir noch langsamer. Ja, das könnte funktionieren. Also man muss sich vorstellen, hier ist man noch vom Kopf her in diesem Takt hier. Und dann muss man irgendwie den Kopf dazu kriegen, dass dieser Takt nicht mehr triolisch ist vom Empfinden, sondern eben vierteltaktmäßig. Und das kann man einfach machen, was weiß ich, indem man hier dann plötzlich Hi-Hats zwischen reinbringt oder sowas. Man muss auf jeden Fall jetzt irgendwie gucken, dass man den Hörer oder Tänzer darauf vorbereitet, dass jetzt hier plötzlich was passiert ist, rhythmisch gesehen. Und das versuche ich jetzt dann mal mit irgendwelchen Hilfsmitteln hier zu verwirklichen.